zusammen. Ich möchte euch heute ein Basic-Tutorial vorstellen, und zwar, was brauche ich eigentlich alles als Anfänger, um mit Fimo zu starten? So, und ich hoffe, ihr habt Spaß bei diesem Video. Ich werde zu vielen Punkten nochmal detaillierter eingehen, wenn jetzt Fragen offen geblieben sind. Ihr dürft mir aber gerne unten Kommentare schreiben. Ich freue mich immer sehr über euer Feedback. Und dann viel Spaß! So, mit Fimo anzufangen, müsst ihr natürlich erstmal Ofenknete haben, und das eignet sich am besten zum Anfang Fimo Soft. Ihr könnt natürlich auch jede andere Ofenknete nehmen. Es gibt welche, die sind mit einem No-Name, die gibt es im Nanunana oder so manchmal. Dann gibt es natürlich Sculpey und Primo oder Cernit. Also da müsst ihr einfach mal schauen. Anfangen würde ich aber mit Fimo Soft, und da braucht ihr am Anfang eigentlich auch nur die Grundfarben, zum Beispiel Weiß, Schwarz, Gelb, Blau und Rot. Und daraus könnt ihr euch schon ganz viel Farben mischen. Zum Beispiel kriegt ihr hier Grün draus oder aus den beiden Orange. Und da könnt ihr verschiedene Varianten wählen und müsst am Anfang nicht gleich so viel Farben kaufen. Und wenn ihr aber doch noch irgendwie Sachen aus Kuchen und so machen wollt, dann kann ich euch empfehlen, Karamell mitzunehmen, Sahara und vielleicht noch Schokolade. Ja, und dann geht's los ans Modellieren. Was brauchen wir denn jetzt alles zum Modellieren und zum Anfang? Also ich würde euch raten, ihr solltet euch erstmal eine Unterlage beschaffen. Da könnt ihr euch zum Beispiel günstig aus dem Baumarkt so eine Fliese kaufen. Die gibt es überall, da kann man sehr gut drauf arbeiten. Ich würde euch immer etwas empfehlen, was glatt ist und nicht aus Holz ist und wo das Fimo gut abgeht. Dann könnt ihr aber auch eure Eltern fragen, ob die vielleicht ein altes Schneidebrett haben, was sie nicht mehr brauchen. Das könntet ihr nehmen und dann... ja, also ich modelliere zum Beispiel auf einer alten Glasplatte, die ich aus einem Vitrinenschrank habe. Oder es geht auch so etwas hier, das ist eine Schneidematte aus dem Bastelladen. Oder zum Beispiel ein alter Deckel von einer Keksdose. Dann benötigt ihr natürlich Tools, und da kann ich euch am Anfang dieses Modellierwerkzeug von Fimo selber empfehlen. Das sind vier Stäbchen und die haben vorne und hinten verschiedene Köpfe, womit ihr arbeiten und modellieren könnt. Die bekommt ihr in jedem Bastelladen oder wo es Fimo gibt für ungefähr 3 Euro. Dann braucht ihr natürlich ein Messer. Und wenn ihr am Anfang kein richtiges Messer habt, da geht auch so ein Küchenmesser. Achtet nur darauf, dass es keine Rillen hat, weil sonst bekommt euer Fimo immer so komische Streifen wie bei der Butter, wenn ihr wisst mit den Messern, wenn ihr da schneidet. So, es sollte aber scharf sein, das müsst ihr ausprobieren, weil es kann sonst sein, dass euer Fimo verschmiert, wenn es dann eben nicht scharf genug ist. Wenn ihr sonst habt, fragt euren Eltern nach einem Cuttermesser, das würde auch funktionieren. Oder wenn ihr etwas, ja, professioneller arbeiten wollt, würde so eine Cutterklinge gehen, da habe ich jetzt Fimo drumherum gemacht. Oder so ein Skalpell aus dem Bastelladen. Oder man könnte natürlich auch Rasierklingen nehmen. Aber das nur bitte unter Aufsicht eurer Eltern oder indem ihr wirklich sehr vorsichtig damit umgeht. Ansonsten gibt es im Fimo-Bereich auch schon ein Schneideset. Das müsst ihr aber selber entscheiden, ob ihr das kaufen wollt. Dann benötigen wir natürlich noch etwas zum Ausrollen. Da gibt es zum Beispiel von Fimo diesen tollen Acrylroller. Der kostet allerdings 10 Euro. Das müsst ihr überlegen, ob es euch wert ist. Oder wenn ihr erstmal rumprobieren wollt, kann ich euch zum Beispiel auch ein Edding empfehlen. Wahlweise einer, der jetzt nicht eingeknickt ist. Ich hatte nur keinen anderen mehr zur Hand. Aber damit könnt ihr auch prima rollen, ohne dass das Fimo daran kleben bleibt, weil er schön glatt ist. Oder eine kleine Glasflasche oder irgendwas ähnliches Glattes, was ihr nehmen könnt. Wenn ihr noch nicht so geübt im Modellieren seid, dann gebe ich euch den Tipp, zum Beispiel Ausstechförmchen zu benutzen. Die sind jetzt von Fimo, die haben eine spezielle Größe, sind etwas kleiner als normale Keksförmchen. Ihr könnt natürlich auch welche wirklich aus dem Keksbereich nehmen, die solltet ihr aber dann nicht mehr fürs Essen nehmen, sondern wirklich nur noch für Fimo. Diese hier bekommt ihr in jedem Bastelladen, der Fimo führt, für 3 bis 4 Euro. Dann benötigen wir etwas, was die Finger immer sauber hält zwischendurch, weil wir Farben wie Schwarz und Rot gerne abfärben. Ich kaufe da so Babyfeuchttücher, die sind wirklich sehr, sehr gut, um mir zwischendurch immer die Hände zu säubern oder nachträglich dann auch noch die Hände zu waschen, je nachdem wie intensiv die Farbe gefärbt hat. Und die könnt ihr zum Beispiel auch gut nehmen, um euer Arbeitsplatz zu säubern oder auch sogar übers Fimo selber manchmal rüber zu gehen. Je nachdem, was ihr modellieren wollt, möchtet ihr es vielleicht auch strukturieren. Da kann ich euch ein ganz einfaches Tool empfehlen, und zwar eine alte Zahnbürste. Oder ihr kauft euch neue, bei Rossmann gibt es die für 2 Stück für 59 Cent. Und dann könnt ihr natürlich mit so Sachen arbeiten wie einem Dotting-Tool
aus dem Nagelbereich. Das bekommt ihr mittlerweile schon sogar bei Essens in dem Nageltheke. Dann ganz einfach, wenn ihr keins habt, gehen super gut Zahnstocher, um etwas zu einzustechen oder auch verschiedene Dinge zu benutzen. Oder ihr könnt einfach mit ein bisschen Alufolie, die ihr dann zu einem Ball rollt und damit euch die Struktur auf euer Fimo macht. Wenn ihr möchtet, dass eure Fimo-Kekse vielleicht gebacken aussehen, dann kann ich euch sowas hier empfehlen. Das ist Pastellkreide, die bekommt ihr in jedem Bastelgeschäft. Und zwar wäre das hier zum Beispiel die Farbe Neapelgelb, Goldocker, Umbra und Ocker. Das sind die vier Farben, die ich euch dafür auf jeden Fall empfehlen kann. Und natürlich braucht ihr dazu auch noch einen Pinsel. Wenn ihr etwas auf euer Fimo draufmalen wollt, dann könnt ihr zum Beispiel dafür super Acrylfarben nehmen. Ich benutze hier die Mattfarben aus dem Bastelladen. Das sind Hobbyfarben von der Firma Hobbyline auf Acrylbasis. Da seht ihr das. Die sind super einfach, klein und handlich und auf jeden Fall kinderfreundlich. Oder ihr nehmt einfach sowas hier, das geht auch. Bekommt ihr auch im Bastelladen. Das sind die Reeves Acrylfarben. Die gibt es in so einem Set mit ganz vielen zum Beispiel. Das sind kleine Tuben und da ihr nie viel braucht, ist das vollkommen ausreichend. Habt ihr gerade keine Acrylfarbe zur Hand, könnt ihr aber auch sowas wie Edding-Stifte nehmen. Das ist jetzt zum Beispiel ein Copic-Marker. Es gibt aber verschiedene von verschiedenen Firmen, auch Edding hat solche. Wichtig ist, dass ihr darauf achtet, dass es Pigmenttusche ist. Da steht es drauf. Pigmenttusche bedeutet, dass es wasserfest ist und pigmentecht. Das bedeutet, dass es eben nicht mehr verwischt, wenn ihr dann nachher mit einem Lack drüber geht. Wenn ihr aus euren Werken Schmuckstücke machen wollt, dann bräuchtet ihr zum Beispiel solche Kettelstifte. Die haben unten so ein Blättchen. Es gibt die in verschiedenen Längen. Oder ihr nehmt solche Eyepins, die ihr dann nur reinsteckt. Mehr dazu erkläre ich euch nochmal, wie man Schmuckstücke macht. Das findet ihr alles auch im Bastel- oder Schmuckladen. Und ihr bräuchtet natürlich dazu dann eine Zange. Und wahrscheinlich noch einen Seitenschneider. Es gibt die mittlerweile sogar auch kombiniert. Und damit eure Pins auch nicht rausfallen und auch hinterher noch halten, müsstet ihr noch einen guten Sekundenkleber kaufen. Oder einen guten Schmuckkleber. Und zum Schluss, wenn ihr euer Fimo gebacken habt, dann rate ich euch, es nochmal zu lackieren. Das könnt ihr aber auch machen, wenn ihr es machen wollt. Man muss Fimo nicht lackieren. Wenn ihr euer Fimo beim schönen Glanz verleihen wollt, dann nehmt den Fimo Glanzlack. Denn der Fimo Glanzlack, der härtet das Fimo noch ein bisschen nach. Und das Fimo klebt danach nicht mehr, wird staubtrocken. Denn er ist wirklich auf dieser Basis ausgelegt, dass er für das Fimo geeignet ist. Ich kann ihn euch sehr empfehlen. Es gibt ihn auch noch in Seidenmatt. Und dazu dann wahlweise einen Synthetikpinsel. Ich nehme manchmal flach, ich nehme manchmal rund. Das ist euch selber überlassen, was ihr da nehmen möchtet. Um euer Werke dann natürlich fest werden zu lassen, braucht ihr natürlich einen Ofen. Wenn ihr unter 8 Jahre alt seid, dann fragt bitte eure Eltern, dass sie euch dabei helfen, das Fimo richtig zu backen, wie es auf der Anleitung steht. Und dann könnt ihr eigentlich schon loslegen. Natürlich bräuchtet ihr noch so eine Schale zum Beispiel, die ihr mit Backpapier auslegt oder mit Alufolie. Das ist einfacher, als es immer auf dem normalen Backblech zu benutzen. Auch da müsst ihr nochmal eure Eltern fragen, weil Fimo sollte nicht zusammen mit Lebensmitteln in Verbindung kommen. Also wenn ihr diese Schale für Fimo nutzt, dann nutzt sie nur noch für Fimo und nicht mehr fürs Essen. Und ja, das hier ist eine von Ikea, die hat wenige Euro gekostet und eignet sich dafür sehr gut, weil sie schön leicht ist. Und dann geht's los. Das war's schon, mein kleines Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und ihr habt jetzt richtig Lust, sofort zu starten und neue Fimo-Kreationen zu schaffen. Und dann möchte ich mich verabschieden und hoffe, ihr hattet Spaß. Und lasst mir gerne eure Kritik und eure Kommentare da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Basic-Video. Bis bald, eure Becky. Tschüss.